Euer Pilzkopf begrüßt euch zu einer weiteren Folge Mario Party, beziehungsweise Minecraft Mario Party. Und der Totkopf bin ich auch nur in diesem Spiel. Aber wie auch immer, herzlich willkommen zu dieser kleinen Runde. Und mit der 6 geht das auch schon mal super los. Ich hoffe, ich habe so einen Erfolg wie gerade eben. Ich habe gerade eben einfach mal so gespielt und habe gewonnen. Und davon habe ich sogar einen Beweis-Screenshot gemacht für dieses Video. Weil sonst sagt man immer, ja, eben war ich besser. Und außerhalb der Aufnahme kann ich das auch. Aber wenn dann die Aufnahme ist, dann verkacke ich. Man sagt das immer so schön, aber ich wollte es euch mal zeigen. Ja, jetzt wisst ihr es und jetzt hoffen wir natürlich hier auf eine mindestens genauso gute Runde. Und ich weiß nicht, was bringt, wenn man den Golden abschießt. Oder ob das überhaupt, ob wie überhaupt die Punkte verteilt sind, ich weiß es nicht. Anscheinend gibt es da oben ja mehr Punkte oder so. Werden wir sehen. Ah, 7 Punkte. Okay, die Golden gehen ganz viele Punkte. Dann sollte ich mich erstmal wirklich auf die Golden konzentrieren. Die irgendwie auch schwer zu treffen, ich habe das Gefühl. Jetzt hat irgendwie einer gar nicht mehr. Was ist denn los hier? 7 Punkte nochmal. Da, jetzt doch. Einmal hier. Und Klimper, Klimper. Ja, das erste Video nach einer etwas längeren Zeit mal wieder. Denn das letzte Video, das war Minecraft. Nein, Mineware. Minecraft das auch, aber Mineware. Schon wieder über einen Monat her, ich glaube 5 Wochen oder so mittlerweile. Aber jetzt habe ich mal wieder Lust auf ein kleines Video gehabt und das heißt Lust hatte ich die ganze Zeit, aber auch mega viel zu tun, deswegen persönlich ja gekommen sogar am GT. Mega viel zu tun und dieses und jenes. Und von daher, jetzt habe ich mal wieder Zeit und auch Lust für ein weiteres Video und Lust auf Minecraft Party. Und jetzt warten wir auf den Würfel und was der uns bringt. Eine 4 ist schon mal gut. Und eine 4, da will ich mich nicht beschweren. Platz 14, Feld 14 von 53. Was will man da sich beschweren? Ja, was wird denn gespielt? Freier Fall. Oh mein Gott, da habe ich eben schon dezent verschissen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da kam diese komische Lava-Map dran, ich weiß es nicht, die mag ich nicht. Das ist jetzt mal eine andere hier, ich bin mal gespannt. Die hatte ich aber sogar geschafft, meine ich. Aber dann hatte ich eben... Ah, okay, hier geht nach hinten. Komm hier einfach durch. Ah ja, in der Mitte. Ja, wie gesagt, freier Fall. Kann ich nicht so gut. Ach, dann geht's noch nach vorne. Okay, dann wissen wir, wie wir es tun haben. Wahrscheinlich schon viel zu spät. Ach, Mist. Nee, V hat es schon geschafft. Sorry, falls ich dann mit in der Konzentration nicht richtig ausgesprochen habe. Falls du überhaupt hier siehst, ich weiß nicht. Oh, das war knapp. Mist. Ich bin der Einzige, nicht der Einzige, der es noch nicht geschafft hat. War nicht einer der wenigen. Anscheinend haben es nicht so viele bisher geschafft. Mist, ein bisschen weiter nach links. Ein kleines Trostpflaster ist auf mir. Denn es läuft gerade so gar nicht, wie man sieht. Okay, freier Fall. Das ist auf meiner Liste, was ich üben muss. Naja, immerhin mal eins geschafft. Das wäre sonst eine Blamage gewesen. Genau das mache ich hier nicht. Na gut, jetzt hätte ich sogar fast geschafft. GG auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Mit einer 2, okay. Ja, lässt sich drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber mal eins kann ich, Bowser fällt. 3 Felder nach vorne. Dann will ich jetzt gar nicht beschweren. Vielen Dank, lieber Bowser, dass du ein Herz für einen Tod hast. Was geht denn jetzt weiter? Heißer Boden. Okay, doch kann je nach Mitspielern gut oder schlecht sein, denn da kommt es stark drauf an. Sind sie gut, sind sie schlecht. Beziehungsweise schlechter als ich oder besser als ich. Denn darum geht es im Endeffekt nur. Beziehungsweise man muss nicht mal bei jedem Spiel unbedingt schlechter als ich sein. Manchmal schaffe ich es auch ganz ohne Mitspieler zu verlieren. Und das ist dann nicht so toll. Und der will mir jetzt natürlich hier... Naja, lieber nicht. Bleiben hier irgendwie. Ob das jetzt so schlau ist, hier in der Ecke das zu machen. Aber auf jeden Fall ist es schlau, so einen kleinen Bereich abzustecken und dann zu versuchen, hier zu überleben. Zumindest bin ich der Meinung, dass das schlau ist.
Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt einen Weg hier finden, der bitte nicht... Okay, das geht noch. Ich komme hoffentlich noch ein bisschen weiter hier. Was bin ich? Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich hier gerade bin. Nein, der hat es geschafft, der hat mich rausgetrickst. Oh, nein, ich bin Dritter. Ich bin schon auf jeden Fall Dritter. Na gut. Das ist schon ein Ergebnis, was ich auf jeden Fall mag. Gerade beim heißen Boden. Und naja, wir werden sehen. Eine 2 und noch eine 2. Ja, ich bin mal auf die Platzierung gespannt. Auf die habe ich bisher noch gar nicht geachtet. 23 von 53 nach 4 Runden oder so. Ja, mal sehen, welchen Platz wir haben, welchen Platz wir belegen. Der ist denn sogar, wow. Für 20, für 23. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, diesen Platz zu verteidigen. Demnächst, oder beziehungsweise jetzt mit Reihenfolge. Ja, ein bisschen Konzentration, deswegen werde ich ein bisschen weniger jetzt reden. Aber ihr könnt jetzt ja auch versuchen mitzumachen, euch zu merken. Auf die Knöpfe treffen, ich bin ein bisschen näher dran vielleicht. Am Anfang scheint das noch ganz einfach, aber dann wird es schwieriger. Verklickt habe ich mich dabei zum Glück noch nie, wirklich. Im Sinne, dass ich quasi daneben geklickt habe, auf den falschen Knopf, den ich eigentlich drücken wollte. Das wäre ärgerlich. Egal, ich bin erster Platz. Naja, auch wenn ich mich jetzt ärgere, dass ich den letzten verkackt habe, aber naja. Bei dem Spiel erster zu werden, das freut mich. Oh, eine 6, wir werden direkt belohnt. Und wie wir belohnt werden, mit 11 Feldern, die wir vorrücken dürfen. Und ein Bauernfeld, das ist hoffentlich, boah, 4 Felder. Also, die Runde läuft, würde ich mal sagen. Aber man soll den Tag nicht vor den Abend... Nicht vor dem Abend loben, wollte ich sagen. 30, 38, jetzt haben wir unseren Vorsprung aufgebaut, aber bei Gang gehen wird dieser Vorsprung mit Sicherheit wieder verkleinert, weil Gang gehen, naja, da fühle ich mich jetzt nicht so sicher drin. Ich kann das nicht so gut sein, was man so. Ich klicke einfach mal drauf, ich kann einfach nicht kämpfen in Minecraft, das ist das Problem. Bei PvP bin ich wirklich raus, deswegen mag ich Mario Party, weil das halt auch mal ein Online-Spiel, also auf dem Server ein Spiel ist, was man mit anderen oder gegen andere spielen kann, aber nicht nur aus Kämpfen besteht. Aber natürlich gibt es dann auch hier eben die Spiele, in denen Kämpfen, die Kämpfen sind, die Minispiele, und die kann ich dann auch nicht so gut, wie man vielleicht bemerkt. Naja, es gibt schon welche auf Stufe 4, da werde ich nicht mehr rankommen, aber ich hatte ja schon mir da auch... Oh Gott, ey, nein, das kann ich nun wirklich nicht. Ja, ich hatte mir, wie gesagt, keine großen Hoffnungen für dieses Minispiel gemacht, aber... Mit eigenem Gearschwert natürlich, komme ich noch weg, wobei weglaufen bringt mir zwar nicht viel, aber... Naja, wer auch immer da kurz vor dem Sieg ist. Ach. Okay, du kommst nicht an. Mist. Naja, vierter Platz. GG. Wenn ich jetzt gut würfel, ist das ja alles gar kein Problem hier. Hoffen wir das mal, ne? Ja, aber jetzt spiele ich schon zum wievielten Mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber Mario bzw. Minecraft Party auf dem Kanal. Wird euch das vielleicht langweilig? Nein. Wenn nicht, dann freut mich das, dann kann ich es immer wieder machen. Und wenn doch, dann kann ich es trotzdem immer wieder machen. Tja,
da habt ihr dann Pech gehabt. Nein, Quatsch. Was ich eigentlich sagen will, ist, wenn ihr vielleicht eine Idee habt oder einen Vorschlag, was ihr auch mal spielen könnt, was ich aufnehmen könnte, was vielleicht auch ich einigermaßen können könnte, oder wollt ihr mich vielleicht auf Fehlen sehen, egal, schreibt in die Kommentare euren Vorschlag, was ich vielleicht mal spielen sollte. Und jetzt hören wir erstmal auf die Musik. Nein, okay. Ja. So schlecht war ich in dem Spiel nicht bisher. Vor allem bleibt noch, blieb gerade eben noch eine Logo frei. Naja. Zu viel geredet, zu wenig gespielt wahrscheinlich jetzt. Aber das macht ja gar nichts. Den Sieg können wir trotzdem noch einfahren in diesem Spiel. Mal sehen. Okay, ich habe gesehen, das kann ich mir auch nicht. Das kann ich wahrscheinlich noch schlechter als gefällt sehen. Naja, das weiß ich nicht. Das würde ich nicht wirklich, wirklich bewerten wollen, was ich schlechter kann. Naja. Aber, wie gesagt, wenn ihr habt, was ich spielen könnte, dann gerne her damit. Ich bin offen für neue Ideen. Ja, auch demnächst mal Livestream, das möchte ich mal. Das wird dann auch auf Minecraft hinauslaufen, wahrscheinlich für Minigames auf dem Server oder so und dann mit euch auch. Da könnt ihr gerne auch mal vielleicht ja, schon mal Kommentare zu ablassen. Jetzt sind wir 5000 live, wäre das was? Das könnt ihr auf jeden Fall mal euch drüber auslassen in den Kommentaren, da wäre ich gespannt, was ihr da so drüber denkt. Ja, und auch Tutorials. Tutorials würde ich demnächst gerne auch mal wieder machen. So Programmen. Oh, Wettrennen. Länger nicht mehr gespielt. Meine Beine sind schon ganz eingerostet, meine Muskeln sind abgebaut. Okay. Trotzdem klappt das jetzt. Ja, Tutorials würde ich ja gerne demnächst auch mal wieder machen. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal zum VSDC Free Video Editor Tutorial gemacht. Das ist ja das Programm, mit dem ich meine Videos hier schneide. Und das kam gar nicht mal so schlecht an. Und von daher, auch da gerne, habt ihr ein Programm oder habt ihr eine Frage zu irgendwas, zu irgendeinem Programm? Und habt ihr überhaupt irgendwas, wo ich vielleicht ein Tutorial zu machen könnte? Oder seid ihr da wunschlos, glücklich, allwissend? Nein, allwissend ist man nicht. Vielleicht wollt ihr da mal, dass ich da auch ein Video zu mache, gerne in die Kommentare damit. Ich bin aktuell so ein bisschen, ehrlich gesagt, ideenlos. Meine Güte, das war eine schlechte Runde. Das muss man so sagen. Gerne vielleicht Ideen. Ich bin aktuell, wie gesagt, überlege ich immer, was könnte ich heute machen für ein Video. Und da bin ich auch sehr offen dann für Vorschläge. Vorschläge sind, wie der Name sagt, Vorschläge. Komm, ein Browser fällt nach vorne. Nein! Nach vorne hätte ich sogar jetzt gewinnen können. Ha, Mist. Aber Vorschläge sind Vorschläge. Das heißt nicht unbedingt, dass ich das dann unbedingt auch so mache. Aber gerne Vorschläge. Okay, jetzt habe ich genug Vorschlag gesagt. Und Replika, oh mein Gott. Wenn jetzt nicht einer der Leute, die hinter mir sind, gut abschneidet, dann kann ich das mit dem Sieg vielleicht vergessen. Vielleicht komme ich über das Ziel, aber das Spiel kann ich gar nicht. Okay. Und, hier, dann kommt das hier. Hier. Okay, erstmal. Ihr merkt schon. Erstmal alles mit brauner Rolle, würde ich das jetzt auch noch ausfüllen. Und dann quasi die Punkte dann von dem Cookie da nachträglich noch hinmachen, und zwar einmal hier, zwei daneben, hier und hier. Boah, einer der wenigen Male, dass ich tatsächlich so ein Replika-Bild vollendet habe, um ehrlich zu sein. Sonst komme ich immer so an die, keine Ahnung, 70% oder 80% höchstens. Und ja, diese Runde scheint mir Holz zu sein, wenn man das so sagen mag. Hier kommt das Auge hin. Haben wir hier eins. Hier eins, das so, wie weit runter? Noch eins.
und zwei Beinchen. Und es fehlen noch die Arme, die jeweils hier oben dran kommen. Es fehlt noch ein bisschen was, aber was ist denn das? Rote Wolle. Oh, schon wieder als zweiter, meine Güte. Oh Gott, was ist denn das für ein Bild hier? 1, 2, 3. Und dann haben wir hier das. Und dann haben wir hier 2, 2, 3. 1, 2, 3 in die Richtung. Und dann dies wird voll gemacht bis hier hinten hin. Dann kommt hier noch 1, 2, 3. Und jetzt geht's hier los mit schwarzer Wolle, die quasi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, glaube ich, ausmacht. Jetzt haben wir hier das. Ja, das ist immer eine gute Moderation. Aber was soll ich groß sagen? Ihr seht ja, was ich mache. Und jetzt kommt das noch hier hin. Das hier hin. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Oh, ich habe... Nein. Was habe ich hier denn falsch gemacht? Oh Gott, ich sehe jetzt nicht, was ich vergessen habe. 1, 2, 3. Oh, das ist alles 1. Ah, okay. So. Oh Gott, ich bin blind gerade, was das angeht. Ich glaube, ich habe das alles so ein bisschen deformiert gebaut. Kann das sein? Dann haben wir hier... Gott, was habe ich denn hier getan? Moment, das kommt erstmal wieder hier hin. Naja, wie auch immer. Zweiter Platz. Damit hätte ich nie gerechnet. Von daher, ihr werdet bestimmt jetzt in den Kommentaren denken, boah, der ist blind, der weiß, sieht nicht den Fehler. Aber ich habe ihn wirklich nicht gesehen. 4 und 3, 7. Das heißt, wir sind 2 Felder über dem Ziel. Reicht das denn für den Gesamtsieg? Oder sind wir nur 2. oder vielleicht 3. Wir werden sehen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, GG, ne? Dann freue ich mich, dass ich gewonnen habe. Ja, liebes Handy, dass ich nicht auf Stumm geschaltet habe. Ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Ich freue mich, dass es so eine gute Runde war. Und ich hoffe, dass ihr so viel Spaß hattet wie ich bei der Runde, weil die hat mir gerade richtig Spaß gemacht. Nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern weil ich auch endlich mal wieder dazu gekommen bin, ein Video zu machen. Und wenn es euch so gefallen hat, wie mir, oder besser, oder überhaupt gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ob gut oder schlecht, das bleibt euch dann überlassen. Und ein Kommentar, wie gesagt, Vorschläge bin ich euch dankbar drum, wenn ihr da welche habt, Ideen auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, das kommt bestimmt, wann auch immer es kommt. Und damit verabschiede ich euer Totkopf, der jetzt plötzlich zu einem Menschen mutiert ist. Und sagt bis zum nächsten Video. Tschüss!